Fahndungserfolg in der DDR. Weitere 7 Personen wurden heute festgenommen. Dass es sich tatsächlich um RAF-Mitglieder handelt, ist bei 4 Personen geklärt. Die Identität der 3 anderen Festgenommenen ist unklar, doch feststeht, die mutmaßlichen Terroristen erhielten in der Ostberliner Normannenstraße ihre neue Identität. Das Ministerium für Staatssicherheit versorgte sie mit Namen und Lebensläufen. Guten Abend. Auch wenn es also nicht 7, sondern wohl nur 4 Terroristen sind, die heute gefasst wurden, es bleibt ein Fahndungserfolg. Der 3. in 10 Tagen, den DDR-Innenminister Distel aufatmend verkünden durfte.